Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von O1 Aktuell. Tagelang konnte die Stadt sich damit rühmen, keinen bekannten Corona-Fall mehr zu haben. Doch damit ist jetzt leider Schluss. Der Corona-Ausbruch im Wildeshausener Schlachthof Geestland hat auch Folgen für Oldenburg. Zwei mit dem Coronavirus infizierte Mitarbeiter sollen sich hier aufhalten. Das Gesundheitsamt sucht intensiv nach Kontaktpersonen. Zum Thema Corona und Abstand dann gleich mehr. Und das haben wir sonst noch für Sie. Situation in den Schlachthöfen. Es geht auch anders. Weiterentwickelt die Demografiestrategie der Stadt. Bioabfall, weniger Plastik im Müll. Hörspielprojekt, das verschlossene Klassenzimmer. Vorgestellt der Sommer in Oldenburg. Und das Kunstwerk des Monats, ein Faustrohr. Der massive Ausbruch in einem Schlachthof in Gütersloh und der Lockdown im gesamten Kreis macht es deutlich. Noch sind wir Corona nicht los. Und Wildeshausen ist jetzt nicht weit weg. Auch dort infizierten sich Mitarbeiter in einem Schlachthof. Die Reintests dort haben 45 Corona-Infektionen ergeben. Das teilten am Donnerstag der Landkreis Oldenburg und die betroffene Firma Geestland Putenspezialitäten mit, die zur Wiesenhof-Gruppe gehört. Mit 1115 Tests sei die gesamte Belegschaft bis auf wenige Ausnahmen erfasst worden. So ist also spätestens jetzt klar, das Virus ist noch lange nicht verschwunden. Seit diesem Montag greift die fünfte Stufe der Lockerung, die die Landesregierung am 4. Mai beschlossen hatte. So ist zwar jede Person weiterhin dazu angehalten, physische Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zu den Angehörigen des eigenen Haushalts gehören, auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Dennoch ist in der Öffentlichkeit ein Treffen zwischen zwei Haushalten sowie in einer Gruppe von nicht mehr als 10 Personen möglich. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist weiterhin zu tragen. Pflicht ist die insbesondere beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen. Denn, und das darf man nicht vergessen, auch wenn die Infektionszahlen sinken, ist das Virus nicht verschwunden. Auch nicht in Oldenburg, betont Sozialdezernentin Dagmar Sachse. Das Virus kann die ganze Zeit auch hier immer noch sein, weil es Menschen gibt, die gar keine Symptome haben. Das heißt, die kommen erst gar nicht zum Test, können es aber übertragen. Also ganz weg ist es nicht. Und das sieht man ja auch in Deutschland. Insgesamt gibt es immer noch einen gewissen Satz an Neuinfizierten. Das bedeutet ja auch, dass es sich in Deutschland immer noch mal wieder verbreiten kann. Auch hier sind Leute mobil. So dass wir im Moment, auch wenn hier mal für eine Zeit lang eine Null unter dem Strich steht, das heißt nicht, dass das Virus nicht mehr in der Stadt ist. Wie schnell Lockerungen wieder zurückgenommen werden können, sieht man im Landkreis Gütersloh. Nach dem massiven Ausbruch in einem Schlachthof dort hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet einen Lockdown über den gesamten Kreis verhängt. Dieser gilt zunächst bis zum 30. Juni. Und auch in Niedersachsen gibt es neue Fälle von Corona-Infektionen unter Schlachthofmitarbeitern. Betroffen ist der zu Wiesenhof gehörende Schlachthof Geestland Putenspezialitäten in Wildeshausen. Dort sind nach Angaben des Unternehmens und des Landkreises seit Montag 23 Mitarbeiter positiv getestet worden. Insgesamt ist es in Deutschland so, dass die Zahlen trotzdem sinken. Es gibt viele Bundesländer, die inzwischen eine Null schon über längere Zeit haben, keine Neuinfizierten. Wir in Oldenburg hatten das jetzt auch eine ganze Zeit. Das heißt, die Maßnahmen waren sehr erfolgreich und da, glaube ich, gilt es jetzt einfach noch dran zu bleiben und zu gucken, wie sich das insgesamt entwickelt. Wir sind noch weit davon entfernt, sicher zu sein. Das wissen wir schon seit Wochen. Das wird uns ja auch immer gesagt. Es gibt auch die Möglichkeit einer zweiten Welle. Wir nehmen wahr, dass es Länder gibt, wo das offensichtlich tatsächlich schon passiert. Und ich glaube, wir müssen wirklich darauf setzen, das, was wir in den letzten Wochen wirklich super gut gemacht haben, auch fortsetzen. Ein Gutes hat der Corona-Skandal. Er hat das Leben der aus Rumänien, Polen und Bulgarien stammenden Beschäftigten wieder mal ins Rampenlicht gerückt. Die Schlachtkonzerne PHW, Tönnies und Westfleisch kündigten am Dienstag an, zum Jahresende in großem Maße auf die umstrittene Werksarbeit verzichten zu wollen. Tönnies wolle in allen Kernbereichen der Fleischgewinnung bis Ende 2020 die Werkverträge abschaffen. Und auch Tönnies Konkurrenz Westfleisch aus Münster teilte mit, bis Ende des Jahres alle Mitarbeiter selbst einzustellen. Hoffen wir also, dass sich die Situation für die Beschäftigten in den Schlachthöfen von Tönnies und Co. wirklich verbessert. Dass es nämlich tatsächlich auch anders geht, kann man beim Oldenburger Unternehmen Meerpol sehen. Hier legt man Wert auf gute Qualität und arbeitet schon seit Jahren mit einem Schlachthof zusammen. Die hohe Ansteckungsrate in verschiedenen Schlachtbetrieben in Deutschland hat die Aufmerksamkeit wieder einmal auf die Branche der Fleischverarbeitung gelenkt. Die Arbeits- und Unterbringungsbedingungen der oftmals mit lediglich Werkverträgen gebundenen Mitarbeiter in den Betrieben ist ein Negativ-Dauerthema. Dass in der Branche auch anders erfolgreich gearbeitet werden kann, zeigen viele kleine und mittelständische Handwerksbetriebe. So zum Beispiel das Familienunternehmen Meerpol. Der Familienbetrieb produziert an seinem Standort Fleisch sowie Wurst und bietet neben Partyservice auch einen kleinen Gastronomiebetrieb. Fast 80 Mitarbeiter hat das Unternehmen.
Dass viele Betriebe in den letzten Jahren aufgegeben haben, liegt laut Andreas Meerpohl ganz klar an dem Preisdruck, der in der Branche herrscht. Die Handwerksbetriebe in der Branche können nur mit Qualität und Transparenz bei der Herkunftsfrage dagegenhalten. Das ist eine geschlossene Kette. Also der Landwirt, das ist der Landwirt Barkup in Ehrenburg in der Nähe von Süke. Ne? Das ist ein kleiner, überschaubarer Betrieb, Vater, Sohn, Familienangehörige. Der liefert uns ganz alleine, hat einen eigenen Getreideanbau, liefert dann in ca. 35 Kilometer Entfernung den Schlachtbetrieb, das ist die Firma Brandt, in Lohne an. Und der beliefert uns wiederum mit seinen eigenen LKWs das Produkt, was wir dann benötigen. Keines der Unternehmen arbeitet mit Werkverträgen, darauf weist Andreas Meerpohl hin. In den letzten Tagen fragen die Kunden noch stärker als sonst nach der Herkunft der Produkte, so Sabine Meerpohl. Der Kunde möchte einfach Vertrauen haben. Nicht? Der Kunde möchte wissen, nicht, woher kommt unser Fleisch. Und da können wir ihm natürlich auch gut Auskunft geben, nicht? Dass wir eben halt eine andere Form haben. Nicht? Dass wir nicht aus dieser Massentierhaltung unser Fleisch beziehen. Dass wir eben halt ein gutes Konzept da gefunden haben. Nicht? Das Fleisch sieht besser aus, es ist schön fest, nicht? Es zerläuft nicht in der Pfanne, nicht? Es ist zart. Also da haben wir sehr viele Kunden, die da sehr, sehr viel Wert drauf legen und das auch zu schätzen wissen, nicht? Dass wir ein anderes System haben. Für Andreas Meerpohl sind nur der nachvollziehbare Herkunftsnachweis sowie Kooperationsbetriebe mit transparenten Arbeitsbedingungen ein Garant für die Zukunft der Handwerksbetriebe in der Branche. Also für uns ist es ja wichtig, eine Kette zu haben. Also der familiengeführte, überschaubare Landwirt, der hat dann dementsprechend einen Schlachtbetrieb gefunden oder andersrum, die Firma Brandt, die Familie Brandt, der familiengeführte Schlachtbetrieb hat den Landwirt aufgesucht. Ja, und dort vor Ort, in diesem Schlachtbetrieb, ist es so arbeiten die tatsächlich. Wir haben uns auch davon überzeugt. Sie haben festangestellte Leute an den Schlachtband. Es ist kein Riesenbetrieb. Ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Fleischindustrie. Es ist etwas größerer, handwerklicher Schlachtbetrieb. Ja, und wir sind der Meinung, da in guten Händen zu sein. Dass solche Produkte am Ende nicht zu Discountpreisen zu haben sind, scheinen auch immer mehr Konsumenten zu verstehen. Eines der zentralen Zukunftsthemen der Stadtentwicklung ist der demografische Wandel. Mehr, älter, bunter. Die wachsende Stadt verändert sich in der vielfältigen Zusammensetzung der Bevölkerung. Eine Demografiestrategie soll hier helfen, die Aufgaben in der Zukunft zu meistern. Wichtig dabei ist die Zusammenarbeit mit interessierten Akteurinnen und Akteuren aus der Bürgerschaft, von Instituten und Verbänden, aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Der deutschlandweite Megatrend demografischer Wandel macht natürlich auch vor Oldenburg nicht Halt. Die Stadt hat nun eine Demografiestrategie entwickelt, um für dieses zentrale Zukunftsthema gut gewappnet zu sein. Dabei galt es, auf ganz verschiedene Dinge zu achten, denn der demografische Wandel setzt sich aus verschiedensten Faktoren zusammen. So erklärt es auch Susanne Jungkunz, die Projektleiterin von der strategischen Sozialplanung der Stadt Oldenburg. Demografischer Wandel bezieht sich auf die Veränderung in der Struktur einer Gesellschaft. Also wie viele Ältere und Jüngere leben in der Gesellschaft? Sind es Menschen, die hier geboren sind oder die zugewandert sind? Also der demografische Wandel hat ganz viele Facetten. Alter ist eine, aber nicht die einzige. Mehr, älter, bunter. Das ist wohl die Richtung für Oldenburg in den nächsten 10 Jahren. Für eine deutsche Großstadt nicht ungewöhnlich. Der Altersdurchschnitt wird steigen. So erhöht sich die Zahl von aktuell etwa 33.000 Menschen über 65 zu 40.000 im Jahr 2031. Auch die Bevölkerung wird in diesem Zeitraum weiter wachsen. So wird, dank der anhaltenden Attraktivität der Stadt, für das Jahr 2031 eine Bevölkerungszahl von fast 180.000 Menschen prognostiziert. Die Sozialdezernentin Dagmar Sachse setzt sich schon lange mit dem Thema demografischer Wandel auseinander. Für sie geht es darum, den anstehenden Veränderungen und Herausforderungen in Zusammenarbeit mit den Bürgern zu begegnen. Nicht umsonst trägt die Demografiestrategie den Titel Mehr Mut gemeinsam. Wir haben da die Themenfelder beschrieben, mit denen sich unsere Stadtgesellschaft jetzt beschäftigen muss. Wir wollen versuchen, Themen übergreifender zu bearbeiten und mit Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft diskutieren. Das wird die Herausforderung sein. Wie gelingt es,
und diese Menschen tatsächlich in diese Prozesse einzubeziehen. Und erst an deren Ende werden ganz konkrete Handlungsempfehlungen stehen, was wir in den einzelnen Bereichen in der Stadt verändern wollen. Dass der demografische Wandel auch Chancen bereithält, liegt vielleicht zunächst nicht auf der Hand. Themen wie die Generationengerechtigkeit sind große Herausforderungen für die gesamte Republik. Susanne Jungkunst steht aber fest, dass sich auf kommunaler Ebene auch Chancen bieten können. Wir können dafür sorgen, dass das Klima in der Stadt stimmt und dass es eben nicht so ungut vielleicht sich entwickelt, sondern dass wir eher sagen, Mensch, die Jungen können für die Älteren Unterstützung geben, aber umgekehrt auch. Die Älteren können vielleicht auch in puncto Unterstützung, Solidarität helfen, in den Job zu kommen, wie auch immer. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo sich Jung und Alt jeweils bereichern können. Und immer zu sagen, die Älteren, das sind die Hilfebedürftigen, Pflegebedürftigen, die immer nur dann nehmen müssen, das ist auch Quatsch. Natürlich geht es nicht von alleine. Die Voraussetzungen in Oldenburg für einen optimistischen Blick in die Zukunft sind aber auf jeden Fall gegeben. Die Projektleiterin macht Mut. Wir haben eine tolle Gelegenheit einfach, weil wir auch ganz viel Zuwanderung haben von Leuten, die hier eine Ausbildung machen, die hier ein Studium antreten, die Oldenburg als attraktiv erleben. Von daher können wir wirklich ganz stolz auf die Chancen sein, wenn wir was draus machen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt hat im Jahr 2018 eine umfangreiche Informations- und Maßnahmenkampagne zur Verbesserung der Qualität des Bioabfalls gestartet. Im Vorfeld der Kampagne »Kein Plastik in die Biotonne« hatte man den Oldenburger Biomüll untersucht und den Anteil von Fremd- und Störstoffen analysiert. Nun hat man diese Erhebung für alle Sammeltouren wiederholt. Bereits 2018 hatte der Abfallwirtschaftsbetrieb Oldenburg, kurz AWB, eine Kampagne gestartet, um die Abfallqualität des Biomülls der Oldenburger zu bewerten und zu verbessern. Hierfür wurde vor allem Aufklärung in dem Bereich betrieben, aber unter anderem auch ein externes Unternehmen für die Analyse hinzugezogen. Nun wurden erste Ergebnisse im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. Volker Schneider-Kühn ist Betriebsleiter des AWB und berichtet über die Kampagne. Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil wir uns in den vergangenen 16 Monaten mit dem Bioabfall der Stadt Oldenburg beschäftigt haben. Wir hatten im Februar 2018 eine Referenzanalyse durchführen lassen durch einen externen Gutachter, der uns aufgezeigt hat, dass wir halt relativ hohe Störstoffanteile im Oldenburger Bioabfall gefunden haben, enthalten waren. Wir haben darauf aufbauend eine Kampagne entwickelt, um die Störstoffe zu reduzieren. Er erklärt weiter, wo hier die Schwerpunkte lagen, um die Abfallqualität zu verbessern. Insbesondere war wichtig, dass wir die Bürger und Bürgerinnen aufklären und quasi auch sensibilisieren, gewisse Dinge zu verändern. Und für uns ein ganz wichtiger Meilenstein war die Einführung der biologisch abbaubaren Papiertüte, von der wir bis heute ca. 275.000 Stück verkauft haben. In nur 2 Jahren wurde der Anteil sogenannter Störstoffe im Biomüll um mehr als die Hälfte reduziert. Dass dies ein großer Erfolg für den AWB ist, wird auch bei genauerer Betrachtung der Zahlen deutlich. Ja, also es ist letztendlich so, wir hatten ja zu Beginn 4,7 Masseprozent Störstoffanteile. Um das Ihnen vor Augen zu führen, wenn man das umrechnet auf Volumenprozent, sind es quasi 25 Volumenprozent. Das heißt, im Jahr 2018 ein Viertel der Oldenburger Biotonne war optisch betrachtet gar kein Bioabfall. Und das haben wir jetzt drastisch reduziert bekommen. Wir haben ja quasi diese 4,7 Masseprozent auf 2,0 Masseprozent reduziert bekommen. Aber letztendlich auch der Volumenanteil, wenn man das wiederum umrechnet, weil die Kunststoffe halt stark abgenommen haben, sprechen wir jetzt nur noch über 5% Volumenprozent Kunststoffe. Das heißt, auch dort eine deutliche Abnahme. Und wir hatten im Jahr 2018 730.000 Kilogramm letztendlich pro Jahr Störstoffe. Und jetzt sind es letztendlich 57% weniger. Und das ist enorm. Auch wenn dieses Zwischenergebnis mehr als zufriedenstellend für den AWB und die Stadt Oldenburg war, solle weiter an der Verbesserung der Abfallqualität gearbeitet werden, was nicht zuletzt auch den Verbrauchern zugutekommt. Wir werden uns nochmal mit bestimmten Herkunftsgebieten in Oldenburg intensiv auseinandersetzen, insbesondere im Bereich von einigen Großwohnraumanlagen, wo wir jetzt auch noch einmal lokalisiert bekommen haben, dass es noch an der einen oder anderen Stelle Probleme gibt. Und das werden jetzt quasi die nächsten Schritte sein. Also diese Kampagne wird fortgeführt und das ist halt auch ganz wichtig. Wir haben schon das Ziel, die Störstoffe noch weiter zu reduzieren, sind aber auch tatsächlich mit dem Zwischenergebnis mehr zufrieden, weil wir hätten es eigentlich nicht für möglich gehalten, innerhalb von 16 Monaten Kampagne solch ein Zwischenergebnis überhaupt erzielen zu können. Das heißt, wir sind zwar sehr glücklich, aber werden quasi das auch als Antrieb nutzen, um die Dinge weiter dann zu entwickeln. Definitiv, ja.
In den vergangenen Wochen ist in der Freizeitstätte Bürgerfelde ein unkonventionelles Hörspielprojekt entstanden. Per Handy, Skype, Videokonferenz und Chats mit den beteiligten Kindern und Jugendlichen entwickelte man ein Szenario, das die aktuelle Situation in Zeiten der Corona-Pandemie aufgreift. Die Corona-Pandemie machte es lange unmöglich, sich mit mehreren Menschen zu treffen. Auch Theaterstücke einzuproben oder gar aufzuführen war undenkbar. Die Freizeitstätte Bürgerfelde hat nun aus der Not eine Tugend gemacht und unter der Leitung der Oldenburger Schauspieler und Regisseure Eike Weinreich und Martin Kammer ein unkonventionelles Hörspielprojekt inszeniert. Die Teilnehmer waren Jugendliche im Alter von 8 bis 26 Jahren. Viele kannten sich vor der freiwilligen Teilnahme am Projekt nicht. Eike Weinreich weiß, wie man trotzdem, auch ohne persönlichen Kontakt, so ein Projekt auf die Beine stellt. Es läuft im Endeffekt alles darüber, über Messenger-Dienste, über die wir kommuniziert haben, über das Telefonieren tatsächlich auch noch, also auch noch ganz oldschool. Und groß geübt haben wir das tatsächlich gar nicht. Also wir konnten ja Gott sei Dank die Aufnahmen live machen, mit dem Sicherheitsabstand natürlich. Und da konnten wir mit den Leuten dann ganz aktiv auch üben. Aber vorher haben wir eigentlich eher die Geschichte entwickelt. Wir haben an den Figuren gearbeitet, geguckt, was wen interessiert. Allein das Thema Das verschlossene Klassenzimmer in Anlehnung an Erich Kästners Roman Das fliegende Klassenzimmer war vorgegeben. Das gesamte Drehbuch erarbeiteten die Jugendlichen in Abstimmung selbst. Natürlich auch dies rein digital. Und das hat irgendwie geklappt. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, wie das eigentlich passieren konnte, weil ich schon davon ausgegangen bin, dass es vielleicht mehr Widersprüche gibt. Aber irgendwie hat sich diese Gruppe, obwohl sie sich nie gesehen hat, sehr schnell gefunden. Und alle Ideen konnten in dieses Ding dann auch mit einfließen. Also darauf haben wir natürlich besonders Wert gelegt. Jeder Teilnehmer konnte seine Ideen verwirklichen. Besondere Freiheit gab es natürlich bei der Kreation des eigenen Charakters. So auch bei Mirja. Sie ist einer der jüngsten Teilnehmer beim Hörspielprojekt. Ich hatte so eine Rolle, die immer so gegen alles und jeden war. Und das habe ich mit eingebracht. Im verschlossenen Klassenzimmer geht es um eine Gruppe von Schülern, die samstags natürlich widerwillig nachsitzen muss. Das Thema Corona an sich steht dabei nicht im Vordergrund, eher das Gefühl, eingesperrt zu sein. In dem im April gestarteten Projekt steckt viel Arbeit. So mussten die Texte der Darsteller einzeln aufgezeichnet und am Ende alles zusammengeschnitten werden. Auch mit Musik wurde gearbeitet. Trotz des Aufwandes hat das Hörspiel für Eike Weinreich gegenüber anderen Darstellungsformen einen klaren Vorteil. Eine der Dinge, die sich gravierend unterscheiden, ist, dass ich natürlich in einem Hörspiel ganz andere Sachen erzählen kann als in einem Film. Es sei denn, ich habe ein Budget wie bei Harry Potter. Ja? Also, aber im Hörspiel kann ich auch mit einem geringen Budget sprechende Bücher haben und fliegende Teppiche haben. Und auch im Hörspiel kann ich mit einem geringen Budget Science Fiction erzählen. Und dieser Gedanke war für mich eben auch noch wichtig. Unterstützt wurde das Projekt von den Oldenburgischen Landschaften, dem Kulturbüro Oldenburg und der LZO. Und das zu Recht, denn das 40-minütige Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen bzw. hören lassen. Demnächst soll es dann auch bei SoundCloud hochgeladen werden. Der Sommerurlaub steht für viele Menschen noch in den Sternen. Wohin, wann und vor allem auch wie? Corona macht das Ganze nicht einfacher. Vielleicht kann man ja aber auch den Sommer in Oldenburg verbringen. Ein Angebot der OTM, das jetzt vorgestellt wurde, macht dies möglich. Der Sommer 2020 wird kein gewöhnlicher Sommer. Auch jetzt greifen immer noch die durch die Corona-Pandemie bedingten Auflagen. Mit einem besonderen Sommerangebot wollen die OTM, die Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH und die Stadt mit neuen Veranstaltungsformaten und Hotelarrangements die Ferienlust der Menschen wecken. Die Geschäftsführerin der OTM, Silke Fennemann, erläutert, worum es sich dabei genau handelt und an wen sich diese Aktionen richten. Alle, die in diesem Jahr nicht weit wegfahren, die sagen, ich bleibe zu Hause, die können für einen Kurztrip nach Oldenburg kommen. Und wir haben hier sozusagen ein Gemeinschaftsangebot, was sich über das Übernachtungsangebot, über Einzelhandel, Kultur zusammensetzt. Wir haben 13 Hotels und die Jugendherberge Oldenburg, die sich an diesem Angebot beteiligen. Das ist ganz toll, das hatten wir wirklich noch nie. Und es ist auch völlig einfach. Das heißt, zwei Übernachtungen im Doppelzimmer pro Person 99 Euro. Es gibt noch ein Überraschungspaket dazu. Direkt in den Hotels zu buchen, finde ich, kann man sich einfach merken. Durch die neuen Arrangements stehen die einzelnen Hotels nicht mehr in Konkurrenz, sondern sie sind nun gefordert, gemeinsam zu arbeiten. Michael Schmitz vom Hotel Altera weiß genau, wie wichtig diese Zusammenarbeit für den Tourismus in Oldenburg ist.
Aber es ist in den letzten Jahren viel, viel besser geworden. Es sind Kollegen. Aber in der Tat ist gleich Corona da mal gerade was Positives, dass man wirklich zusammenrückt und auf einmal alles über Bord schmeißt und einfach mal ganz neu denkt. Das ist ein schöner Anlass dafür. Wir müssen viel mehr witzige Sachen uns ausdenken als Stadt. Und dafür ist Oldenburg perfekt. Kleinere Veranstaltungen, engagierte Veranstaltungen. Und ich glaube, da ist gerade so ein Prozess gestartet, der uns ganz gut tun kann, um Oldenburg im Tourismus weiter zu stützen. Da ein Großteil aller Veranstaltungen diesen Sommer ausfallen, wurden auch im Bereich der Kultur attraktive Alternativen organisiert, die ein Stück Normalität zurückbringen sollen. Christiane Cordes, Leiterin des Amts für Kultur, Museen und Sport, erklärt, ab wann und wo diese Aktionen stattfinden werden. Wir haben uns eben mit der UTM und der CMU sozusagen zusammengetan und wollen an mehreren Wochenenden, an Samstagen, wenn die Geschäfte auch geöffnet haben, kleine Kulturhäppchen anbieten. Das heißt immer in der ersten Etage, um die Abstandsregelung einzuhalten. Aber der 4.7. steht schon und da werden Künstlerinnen und Künstler des Staatstheaters und der Musikschule an verschiedenen Orten in der Stadt oben sozusagen 10-minütige Schaffensproben sozusagen zur Aufführung bringen. Auch der alljährliche Oldenburger Kultursommer wird dieses Jahr nicht stattfinden. Dennoch haben sich auch hier die Verantwortlichen neue Veranstaltungsmöglichkeiten überlegt. Vom 13. bis zum 27. Juli plant die Kulturetage vor allen Dingen im Schlossgarten auch wirklich kleine, feine Veranstaltungen, die wir auch über unser Profil, was wir heute bewerben, hier auf jeden Fall an Interessierte auch weitergeben werden. Das ist auch wirklich toll, dass das geklappt hat. Muss man auch Danke an die vielen Kulturschaffenden sagen, die jetzt auch wirklich einfach sich arrangieren mit den Bedingungen und auch wirklich was Tolles draus machen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Aktionen finden Sie online unter www.oldenburg-tourismus.de. Der Sommer in Oldenburg. Natürlich geht es nicht nur darum, Touristen in die Stadt zu holen. Auch für die Oldenburger hat man ein Angebot konzipiert, das sich ein wenig am leider ausgefallenen Kultursommer orientiert und Musik und Theater in die Stadt bringt. Der Sommer in Oldenburg. Ein Sommer ohne Kultur? Zum Glück nicht. Auch wenn es keinen klassischen Kultursommer geben wird, lädt die Kulturetage ein zu Musik, Theater, Lesung und Kino. Zentraler Ort wird allerdings nicht der Schlossplatz, sondern der Schlossinnenhof sein, so Bernd Wach, Geschäftsführer der Kulturetage. Das ist der Vorteil, dass im Grunde genommen, dass wir haben den Schlossinnenhof ja auch in der Vergangenheit schon für geschlossene Veranstaltungen, also wie Kino, also mit Eintritt und so etwas genutzt. Und auch akustisch geht es dort mit Lesungen schlecht, aber mit verstärkt kann man dort trotz des Autoverkehrs in der Nähe des Schlosses ganz gut veranstalten. Natürlich jetzt, dort haben natürlich in der Vergangenheit 600, 700 Leute Kino geguckt und jetzt sind es noch 100. Das ist natürlich die bittere Pille, aber es ist besser als nichts. Vom 15. bis zum 26. Juli findet er also statt, der kleine Sommer voller Kultur. Zwischen dem 15. und 19. Juli wird der Schlossinnenhof dabei zur Open-Air-Konzertbühne für rund 100 Gäste pro Konzert. Inga Rumpf, Tim Fischer, Simon und Jan und Rise Against the Spülmaschinen, Stoppock, die Blindfische und Heart of Gold wird es zu sehen und zu hören geben. Ja, wir haben eine sehr schöne Alternative gefunden, denke ich, zumindest für einen intimen Rahmen im Schlosshof Oldenburg. Werden Künstler aus Oldenburg Stadt und Oldenburg Land spielen, mit Bezug zu Oldenburg zumindest. Und sie werden das in einem akustischen Gewand tun, weitgehend. Also man könnte es auch Live Open Air Unplugged nennen. Platz haben im Schlosshof knapp 120 Menschen. Mehr sind uns aufgrund der Abstands-Corona-Regeln nicht genehmigt worden. Wir bieten auch nur Sitzplätze an. Aber es ist natürlich auch im Schlosshof, denke ich, die gegebene Maßnahme, dort zu sitzen. Das ist kein Hof für Partys oder Ähnliches. Wie alle Veranstaltungen werden auch die Konzerte Eintritt kosten. Es müssen die Personalien der Besucher aufgenommen werden und man wird vor Ort feste Sitzplätze haben. Und das nicht nur bei den Konzerten, sondern auch beim Kinderprogramm, das vom 21. bis zum 25.07. stattfindet und von Uwe Schwettmann von Kultur Nord organisiert wird. Ja, wir haben viel überlegt, wie können wir die Kinder in diesen schwierigen Zeiten auch mit in unsere Programmplanung mit einbinden und sind dann auf die glorreiche Idee gekommen, dass wir auch mit den Kinderveranstaltungen dieses Jahr in den Schlossinnenhof gehen. Und da haben wir für 5 Tage ein wunderschönes Programm zusammengestellt. Es wird jeden Tag um 15 Uhr beginnen mit Britt Bartuschka am Maulwurfshügel Nummer 9. Das ist für die etwas kleineren. Und gleich anschließend wird an 2 Tagen Friedrich der Zauberer auftreten.
und der Kinderzirkus Coquevin, die ein wunderschönes Stück haben, wo ein Elefant aus dem Zirkus verschwindet und ein Detektiv diesen Elefanten wieder suchen muss. Ebenfalls im Schloss Innenhof gibt es zwischen dem 20. und 26. Juli ein Open-Air-Kino. Kino unterm Sternenhimmel mit abwechslungsreichem Filmprogramm, verspricht Marianne Hamm vom Cinecar. Wir haben kein Corona-Programm, wir haben ein Programm, mit dem man auch mal gut abschalten kann. Ganz unterschiedliche Dinge haben wir ausgesucht, eben Filme wie zum Beispiel die Känguru-Chroniken, die gerade ganz groß in den Kinos sind, oder ein Klassiker des Open-Air-Kinos dieses Jahr ist Knives Out, ein Agatha Christie-Remake mit richtig coolen SchauspielerInnen. Und dann gibt es aber auch sowas wie Inception oder Filme, die eben ein bisschen kleinere Arthouse-Filme sind, wie zum Beispiel ein Film über Marie Curie. Doch nicht nur das Schloss Innenhof wird bespielt. Zwischen dem 15. und dem 25. Juli laden die Literaten, bekannt aus den letzten Jahren, ein zum nächtlichen Theaterspaziergang in den Schlossgarten. Mit diesem Spaziergang fing überhaupt die Überlegung zum Sommerprogramm an, so Bernd Wach. Es ging ja immer darum, gibt es irgendeinen Ausweg aus diesem Dilemma? Und erst hieß es geht gar nichts. Und dann haben wir dran gebastelt und das Erste, was dann ging, war eben dieses Projekt im Schlossgarten, weil das erst einmal gar nicht als ein Veranstaltungsprojekt im klassischen Sinne, also wie ein Theater oder ein Kino oder ein Konzert, sondern wir hatten das eher so konzipiert, dass es wie ein Spaziergang durch einen Park oder durch einen Zoo ist. Und als die Zoos wieder aufmachten, dachten wir, da könnten wir doch auch anknüpfen. Und dann über die weiteren Erleichterungen kamen dann aber auch noch Konzerte und Kino und Abstandsregelungen, alles hinzu. Aber der Kern war erst einmal gewesen, ein Spaziergang durch den Schlossgarten. Und das hatten wir in ähnlicher Weise ja schon ein paar Mal gemacht. Natürlich mit Sitzgruppen und ohne Abstand. Der Sommer in Oldenburg kann also kommen. Anders als gewohnt, aber dennoch bunt und vielfältig. Karten für die verschiedenen Veranstaltungen sind ab sofort erhältlich. Und auch im Juni gibt es wieder ein Kunstwerk des Monats. Dieses Mal geht es um ein Faustrohr, vorgestellt von Dr. Markus Kenzler. Wir haben hier tatsächlich ein sogenanntes Faustrohr. Es ist eine Schusswaffe des späten 16. Jahrhunderts. Wir haben in unseren Sammlungen zwei davon, wie man auch sehen kann. Diese zwei Schusswaffen sind tatsächlich auch gar nicht zufällig zusammengekommen, sondern sie wurden auch damals zusammen tatsächlich halt verwendet. Dieses sogenannte Faustrohr kommt aus Sachsen, vom sächsischen Hof. Und ist da tatsächlich spezial angefertigt worden für die Hofbediensteten, die da tatsächlich den Hof geschützt haben. Wie ich eben gerade schon schilderte, Sie müssen erst dieses Radschloss aufziehen, Sie müssen den Schwefel reintun und so weiter. Das braucht eine ganze Zeit. Und darum waren diese Schusswaffen natürlich auch gar nicht so zu benutzen, wie man es jetzt kennt heutzutage, dass man schießt und schießt und schießt, sondern man konnte damit in der Regel vielleicht in der Schlacht nur dieses eine Mal schießen. Und in dieser Hinsicht kann ich auch gleich zeigen, was bei dieser Schusswaffe auffällt, dass sie hinten hat sie einen ja doch relativ hervortretenden Knauf. Und der war dafür da natürlich, wenn sie diese Schusswaffe gar nicht mehr benutzen konnten zum Schießen, hat man sie einfach halt umgedreht und schon war es eine Schlagwaffe. Und insofern war sie natürlich, ja, zumindest so wie wir das heutzutage betrachten würden, nicht so praktisch in so einer Schlacht. Das Spannende ist an diesen Waffen ist, dass sie getragen worden sind von Reitern. Und wenn man sich sowas überlegt, man sieht, glaube ich, die ist sehr groß, sehr schwer auch. Und trotzdem wurden sie tatsächlich in der Schlacht getragen von Reitern. Ja, man kann sie sich dann so vorstellen, man musste sie dann im Prinzip so halten. Und auch wenn ich sie jetzt einmal so halte, kann man auch schon sehen, wie schwer sie tatsächlich ist. Es
sind Schusswaffen, die sehr selten sind, die auch sehr wertvoll sind. Und genau darum ist es natürlich schon fast schade, dass ich selber mich im Augenblick mit diesen Schusswaffen auseinandersetze, weil sie im Jahre 40 hierher gekommen sind. Also insofern muss man da natürlich erstmal die Frage stellen, wo kommen sie her? Wer war tatsächlich auch der Vorbesitzer? Sie wurden damals im Jahre 40, im Herbst 40 gekauft bei einem Berliner Haus, das diese Waffen halt versteigert hat. Und zuerst ist mir das eigentlich gar nicht richtig aufgefallen, weil die ganze Waffensammlung, die da versteigert worden ist, war eigentlich klar, dass die halt ohne Fragezeichen war. Also da musste man sich eigentlich gar nicht mehr so großartig damit auseinandersetzen. Mir fiel denn nur leider auf, dass in dieser Auktion drei Objekte waren, die leider nicht aus dieser Sammlung kamen, sondern aus einer anderen Quelle. Und leider sind diese beiden Schusswaffen aus einer anderen Quelle. Ich habe leider nur den Hinweis bekommen, sie kommen eigentlich aus Wien. Und das ist natürlich eine Geschichte, wenn im Jahre 40 tatsächlich, wenn man sich mal anguckt, wie das denn, also es ist zur Zeit des Zweiten Weltkrieges ja schon gewesen und dann gerade Wien, wo es viele jüdische Sammler gab, ist das natürlich eine Geschichte, die muss man sehr genau untersuchen. Da solche Waffen damals sehr viel gesammelt worden sind, ist es jetzt natürlich heutzutage schwer zu rekonstruieren, ob diese Objekte wirklich aus einer jüdischen Sammlung kommen. Und das ist aber gerade der Grund, warum ich gerade zu diesen Objekten arbeite. Und das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt tatsächlich auch halt entschieden haben. Zum einen, wie gesagt, weil es schöne Objekte sind, Objekte, die sehr selten sind und wertvoll. Zum anderen aber, weil es Objekte sind, zu denen wir auch gerade forschen. Und dann war es das auch schon wieder mit der Sendung für heute. Fehlt nur noch der Blick auf das Wetter am Wochenende. Der Freitag war nochmal richtig warm. Nach 30 Grad geht das Thermometer in der Nacht auf 20 Grad zurück. Am Samstag ist es dann vorbei mit der Hitze. Bei bis zu 23 Grad kann es immer wieder leichte Gewitter geben. In der Nacht ist es bei 17 Grad nur leicht bewölkt. Am Sonntag kann es dann immer wieder leicht regnen. 20 Grad sind es am Tag, 14 in der Nacht. Bei uns im Programm geht es jetzt weiter mit der Tobias Lenz Show. Welchen interessanten Gast Tobias Lenz heute im Studio hat, fragen wir ihn am besten selber. Wir schalten kurz in das Tobias Lenz Studio in der Exerzierhalle. Tobias, wer ist heute Abend bei dir zu Gast? Ja, guten Abend. Ich habe hier heute bei mir im Studio Gabi zu Gast. Gabi ist die aktuell amtierende Angstweltmeisterin. Also wir dürfen alle sehr gespannt sein. Bis gleich. Bleiben Sie dran. Das klingt ja wirklich spannend. Vielen Dank, Tobias. Und das war es von uns. Tschüss und ein schönes Wochenende. Begrüßt mit uns unseren Gastgeber, Tobias Lenz. Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Sie ist die aktuell amtierende Angstweltmeisterin und dem Publikum aus der Produktion Keine Panik von Marc Becker bekannt. Was viele nicht wissen, noch vor kurzem war sie ein Hase. Darüber will ich heute unter anderem mit ihr sprechen. Ich freue mich sehr, dass ihr unserer Einladung gefolgt ist. Herzlich willkommen, Gabi. Gabi. Gabi, willst du nicht näher kommen, dich setzen? Viel zu gefährlich. Gabi. Gabi, gut. Noch vor kurzem warst du ein Hase. Eine Häsin. Ja. Ja, aber jetzt möchte ich so ein ganzer und vollständiger Mensch werden
und mich total integrieren. Lass mich da ganz kurz nachhaken, denn ich möchte das gern verstehen. Wie fühlt sich das an, ein Hase zu sein? Ja, wenn ich so an früher denke, als ich noch... Ja, es war schon auch schön. Also so schön über die Felder hoppeln, schön frische Luft, schöne frische Möhrchen knabbern, schön mümmeln, Schlückchen Wasser, ja. Ohren aufstellen, ein paar Haken schlagen, wieder rein in den gemütlichen Bau. Ja, das war schon, obwohl, naja, wenn man, ich muss da mal schon aufpassen, den Kopf immer so ruckartig, zacki, in alle Richtungen drehen, um einen fiesen Greifvogel blöd oder einen doofen Fuchs rechtzeitig zu sehen. Ganz schön stressig. Ja, auch lebensgefährlich, oder? Und die Möhrchen, nur Möhrchen, 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 morgens, mittags, abends, Möhrchen, 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 montags Möhrchen, dienstags Möhrchen, mittwochs Möhrchen, donnerstags Möhrchen, freitags Möhrchen und am Wochenende auch Möhrchen. Das klingt nach großer Eintönigkeit, nach Einschränkung vielleicht sogar, ja. Wir erleben ja zurzeit alle sehr große Einschränkungen. Wir müssen Masken tragen, wir müssen Abstand halten. Deine Haltung dazu ist ja fast schon radikal, möchte man meinen. Du sagst, na, wir haben einen kleinen Einspieler vorbereitet, den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Jetzt übertreib mal nicht dein Leben, chill. Warte, schau. Ich halte Abstand, etwa 2 Meter. So, wie sieht's aus? Wollen wir Freunde sein? Das reicht nicht, mindestens 200 Meter Abstand. Gut. Meter Abstand. Ist das nicht übertrieben? Naja, sonst beißt er mich und er macht eine Suppe aus mir. Kartoffeln, Möhrchen, Porree, Sellerie, Salz, Pfeffer und ich. Ein Stück gekocht, auf halber Stufe. Nicht, lieber Abstand. Lieber Abstand, ja. Schönes Schlusswort für unsere Sendung. Meine Damen und Herren, das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich sehr bei Gabi, dass sie heute hier war. Ich wünsche dir einen sicheren Nachhauseweg. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss. Es ist, als ob man den Verstand verliert. Immer Wege voller Steine wären. Erst ein Summen, dann ein Chor, dann ein Schreien in Harmonie. Veränderung in der Luft, nur zum Greifen scheinbar nie. Alle wie halb wach im Tiefschlaf, Druck in der Brust. Nun wird Luft in lahme Lungen gepumpt. Keine Angst, denn alles, was hier war, ist morgen vielleicht schon egal. Außer Gefahr. Keine Angst.